So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute mal zu einer ungewohnten Zeit. Und dann kommt auch gleich die Info, wie es die nächsten Wochen ablaufen wird. Also diese Woche werde ich noch eine Wochenendausgabe machen. Dann werde ich noch bis Freitag da sein. Und dann werde ich 4 Wochen im Urlaub sein. Komme dann, ja, was ist es dann, 27., 26. September zurück und dann gebe ich noch mal einen Monat hier Einblick. Was danach folgt, wird sich sehen, aber so ist jetzt erstmal der Plan. Also fast bis Ende Oktober werde ich dann hier für JFD noch zur Verfügung stehen. Aber erst eben, wie gesagt, nächste Woche dann 4 Wochen Urlaub. Kommen wir zu den Märkten. Schauen wir, was im Prinzip, ich habe es ja vorher hier ausführlich auch für die anderen Webseiten nochmal dargestellt. Der Wochenplan im DAX hätte hier einen Anstieg bis etwa 10.867 ja, vorgesehen, um hier dann eine Reversal-Kerze oder mit einer Reversal-Kerze die Korrektur einzuleiten. Ging halt nicht ganz so hoch, das Wochenhoch war dann bei knapp über der 10.800er Marke und die Korrekturstrecke allerdings wurde dann hier exakt abgearbeitet. Im kurzfristigen Fenster wurde auch zu dem gleichen Zeitpunkt eben dieses Setup veröffentlicht, was ja auch dann täglich hier in den Videos besprochen worden ist und auch hier dann die Korrekturmarken getroffen, am gleichen Tag jeweils sogar. Und hier, das heutige, war jetzt hier eben nicht mehr auf dem Schirm auch. Aber war auch, wenn dann hier nur direkt am Vormittag was zu machen hier unten. Oder beziehungsweise größere Kursziele oder Korrekturen gab es ja nicht mehr. Hat es ja hier dann auf Xetra exakt auf 10.500 Punkten gedreht. Im Future ging es dann leicht runter. Und deshalb auch hier bei den Indikationen ging es knapp unter diese Marke. Also der Plan ging auf, hier war der Plan schon vor 1-2 Wochen dann aufgegangen, aber wenn man hier wieder die Kerze sieht, die heutige, das war hier, ist ja nur die Indikation, hat jetzt hier, ja, ist zwar jetzt hier nicht ganz kein bearish engulfing, aber jedenfalls die Kerze wurde jetzt hier komplett eingeschlungen und sollte, ich habe vorher schon auch nach Short-Zertifikaten geschaltet, also hier kann man oder auch direkt an den Index in meinen Augen shorten. Da dürfte mal nächste Woche auch eine Korrektur anstehen beim Nikkei. Sieht es ein bisschen anders aus. Da lief es ja auch im Prinzip nach Plan. Dann kam hier der Halt an dem EMA 200 zustande, jetzt ein kleiner Rücklauf, der aber ja sich hier mit der Kerze im Idealfall sollte hier ein Ende sein und dann nach oben gehen. Also ja, die hat, wie man sieht, die asiatischen Märkte laufen natürlich nicht synchron. Deswegen kann hier sich hier im Hang Seng schon eine Korrekturbewegung ausbilden und im Nikkei eine Aufwärtsbewegung. Aber ist natürlich das der stärkere Index, ist natürlich schon risikobehaftet oder sehr risikobehaftet. Dann kommen wir zu den Setups, die ich jetzt gestern, oder das ist im Prinzip immer noch aktuell und auch relativ ja, interessant. Die Allianz hat jetzt hier halt dann mit dem etwas schwereren DAX die, jetzt hackt es hier wieder, genau die Abwärtstrendlinie erwischt und auch hier das Unterstützungslevel. Und auf Schlusskursbasis müsste aber die Aktie über, ja, über 130 Euro schließen. Jetzt ist hier knapp, klar, es muss ein Stopp sein. Ich denke auch trotzdem, die Marktteilnehmer werden schon versuchen, die Marke einfach zu halten. Dann braucht man sich hier nicht um die Centbeträge streiten oder noch zu diskutieren. Bei Alphabet ist kein wirkliches Setup so vorgestellt, da hoffe ich eben auf eine Korrektur, um dann hier bei der Alphabet reinzukommen. Das wurde hier vorgestellt. Die gestrige Kerze war dann ja
eh nicht so prickelnd. Hier alles, was sich über der Marke hält, kann sich hier schon nach oben auflösen. Zuletzt gab es hier eine relativ, ja, treffsichere Prognose, ging zu weit hoch, dann kam es eben zurück und dann wieder in den, ja, das sieht man auch, dass der Trendkanal vielleicht eben von den Marktteilnehmern dann eh so nicht beachtet wird. Den kann man auch ein bisschen anders dann zeichnen, aber im Endeffekt passt das Bild hier trotzdem noch so rein. Hier darf es, muss oder soll er sich natürlich dann nach oben auflösen, also eine Aufwärtsbewegung anschließen. Das aktuell, wie gesagt, die Volatilität oder die Setups sind rar geworden. Das ist wenigstens eins, was ja super gepasst hat. Teilverkäufe waren ja dann hier im Stream zu lesen, beziehungsweise ja, konnte man machen. Und hier sollte man definitiv auch, wenn man die Position nochmal teilen könnte, vielleicht teilen und der Rest dann den Stopp nachziehen. Ich schaue mir das nachher nochmal in den unteren Zeitebenen an. Bei Gold hat sich ja nichts getan. Da gab es auch eine ein bisschen ausführliche Analyse. Passt hier weiterhin zwischen den Marken, bleibt Gold. Also auf Tagesbasis muss man definitiv jetzt Gold nicht shorten und auch nicht eine Long-Position eingehen auf dem aktuellen Niveau. Silber fällt etwas mehr ab. Da gab es aber noch nichts ganz Konkretes. Ist kein, das untere Limit kann man gerne noch scharf stellen, denn die Zone hier unten bleibt in meinen Augen weiterhin wichtig und könnte eben eine Anlaufzone dann darstellen. Wieso ich eben das gestern eben auch schon eher sogar nach unten favorisiert habe, stand auch im Text, sind halt hier die, ja, es ist zwar jetzt nur eine erstmal, aber die Newmont Mining Group oder Corporation hat für mich eben Korrekturpotenzial und das wird dann eben nicht mit dem steigenden Gold- und Silberpreis eben übereinstimmen. Aber hier sieht man ja auch noch, wenn ich es jetzt hier größer mache, er hält sich einfach über der Linie noch. Und es könnte sich auch hier nochmal was oben anschließen. Es ist ja eh nicht aktiviert worden, weil es auf Schlusskursbasis zählt. Kann und darf sich nach oben natürlich ausdehnen, aber auch hier mit diesem Signal dann eben auf fallende Kurse kann man dann spekulieren. Was sonst noch hergibt, hier Nasdaq Setup ging ja dann in die Brüche, sage ich mal. Hier drehte er wieder über dem Limit, aber es ist ja eh kein neues im Stream veröffentlicht worden. Muss ich mal sehen, ob man sich da noch vor dem Wochenende sich positionieren soll oder kann. Also ich werde mich wahrscheinlich nicht positionieren. Noch ein Wort zum MDAX und SDAX. Hier lief es relativ, ja, auch so gewollt. Ein Anstieg nach oben und dann eine Korrektur. Mal sehen, ob er jetzt in diesen Bereich noch reinkommt. Im SDAX ist dann hier unten das aktiviert worden. Hier hätte eben auch noch ein Hoch gefehlt, einfach ein Fehlausbruch hier oben, um eben ein paar Leute noch reinzulocken. Aber da der Markt nicht, also auf Future wüsste ich jetzt nicht, dass man den handeln kann in MDAX, ja, aber es ist auch wenig Umsätze vorhanden, deswegen sind dann eher solche, ja, Fehlausbrüche oder einfach die Leute noch reinzulocken eher unwahrscheinlicher als bei den FDAX, S&P und sonstigen Future-Märkten. Und hier wird eher dann auch auf den Rücksetzer noch gesetzt. Ein letztes Wort zum DAX. Im Prinzip, ja, die Korrektur kann hier vorbei sein mit der Bewegung. Und deswegen, wenn man jetzt eben auch die Allianz betrachtet, ja, soll jetzt hier keine nächste Abwärtsbewegung noch kommen. Da wird es nämlich dann die Allianz natürlich zerschlagend. Nichtsdestotrotz ist hier noch ein schönes, ja, Kaufzone kann hier entstehen. Hier bei
10.370 Punkten rund oder knapp unter 10.400 Punkten. Das war's, danke fürs Zuhören und dann wünsche ich schon mal allen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und noch bis nächste Woche.